Daher kann die Krankheit teilweise starke Symptome auslösen, die über das einfache Sodbrennen hinausgehen können. Und die haben es tatsächlich dann auch in sich. Sodbrennen ist nicht angenehm und betrifft beinahe die Hälfte der Deutschen. Es leiden ca. 43% der Menschen in Deutschland daran. Doch keine Sorge, nur weil Sie gelegentlich Sodbrennen haben, und ja, habe ich bestimmt auch schon mal gehabt, müssen Sie nicht automatisch an einer Refluxkrankheit leiden. Das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Die entscheidende Frage, die ich auch immer im Narkoseaufklärungsgespräch stelle, lautet: Ist das Sodbrennen nahrungsabhängig oder nahrungsunabhängig? Von der falschen Nahrung, falschen Lebensmitteln, vielleicht stark gewürzt, sauer, da können wir alle mal Sodbrennen kriegen. Aber knapp 18% der Deutschen, nahezu halt jeder Fünfte, ist von der richtigen Refluxkrankheit betroffen. Und dabei sind Frauen und Männer in etwa gleich häufig betroffen. Jetzt im Video kläre ich einmal, woran Sie die richtige Refluxkrankheit erkennen, ob Sie vielleicht schon eine entwickeln oder schon eine haben. Und am wichtigsten natürlich auch, ich gebe schnelle Tipps gegen die Symptome. Und so ist meine zweite Frage, die ich immer wieder stelle, um auch ein Gefühl für den Schweregrad zu bekommen. Da frage ich nämlich die Patienten: Können Sie nachts flach schlafen oder müssen Sie immer mit dem Oberkörper so hoch aufrecht schlafen? Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weig und auf meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt über Gesundheit, Erkrankungen sprechen und Ihnen dabei helfen, Symptome zu erkennen, frühzeitig zu erkennen und natürlich auch direkt zu handeln. Refluxkrankheit, was ist das? Die Refluxkrankheit ist eine Erkrankung, bei der saurer oder nicht saurer Mageninhalt wieder zurück durch die Speiseröhre quasi bis zum Mund fließt. Und das kann natürlich zu unangenehmen Symptomen führen. Dazu zählen etwa Sodbrennen, saures Aufstoßen, Schluckbeschwerden. Und treten diese Symptome häufiger auf, könnte das ein Zeichen sein, dass Sie tatsächlich unter einer Refluxkrankheit leiden. Sodbrennen kann manchmal passieren, Reflux hat man regelmäßig. Das ist ein großer Unterschied, das ist wichtig. Und manche der Symptome haben es tatsächlich in sich. Unbehandelt kann das Zurückfließen der Magensäure oder auch vom nicht sauren Mageninhalt sogar zu weiteren Komplikationen führen. Die Speiseröhre kann sich zum Beispiel entzünden und das kann zur Entstehung vom Barrett-Ösophagus dazu beitragen. Und dabei handelt es sich tatsächlich dann um eine mögliche Vorstufe des Speiseröhrenkrebs. Und deswegen ist das schon mal ganz wichtig, wenn Sie das haben, Magenschutztabletten nehmen. Deshalb mein Tipp: Nehmen Sie Sodbrennen ernst und tun Sie etwas dagegen. Solange die Magensäure, meist ist es Magensäure, nur gelegentlich in die Speiseröhre gelangt, ist das nicht weiter schlimm. Haben wir, wie gesagt, alle mal. Tritt das jedoch häufig auf und regelmäßig, kann sich eine Refluxkrankheit dann manifestieren. Und da der Fachbegriff hierfür etwas schwierig auszusprechen ist, gibt es eine Abkürzung für die Refluxkrankheit, die lautet GERD. Ich rede also jetzt nicht von einer Person, wenn ich im Laufe des Videos diese Abkürzung verwende, sondern von einer Erkrankung. GERD, Refluxkrankheit. Entscheidende Frage ist nun: Warum fließt die Magensäure oder auch nicht saurer Mageninhalt überhaupt wieder zurück? Was passiert da in Ihrem Körper? Ursachen. Was kann die Krankheit auslösen? Die möglichen Ursachen für Reflux sind vielfältig. Eine davon ist die Schwächung eines Muskels am Ende der Speiseröhre. Und zur Speiseröhre kommt er dann in den Magen. Da ist eine Schwächung vom Muskel. Und das führt dazu, dass immer wieder der Mageninhalt zurückfließt in die Speiseröhre, weil dieser Verschluss hier quasi nicht richtig funktioniert. Der schließt sich normalerweise, sobald die Speiseröhre das Essen in den Magen transportiert hat. Dann geht die Speiseröhre zu. Wenn dieser Muskel jedoch nicht richtig funktioniert oder geschwächt ist, kann sich die Magensäure leichter in die Speiseröhre wieder zurücktrennen. Und das Ergebnis ist dann natürlich: Wir stoßen auf, bekommen vielleicht Husten, bekommen Sodbrennen, schmeckt so sauer hier. Denn der Mageninhalt, und das ist das Wichtige, das Gefährliche, der ist ätzend. Magensäure. Im Gegensatz zum Magen ist unsere Speiseröhre nämlich nicht dafür gemacht, dagegen anzuhalten. Sie wird gereizt bzw. angegriffen. Der Magen, unser Magen hat quasi eine Schutzschicht innen drin gegen die Magensäure und unsere Speiseröhre hat nicht diese Schutzschicht. Und wie kommt es nun dazu, dass der Muskel an der Speiseröhre nicht richtig arbeiten kann? Sind Sie vielleicht davon betroffen? Kann es sein, dass Sie bald davon betroffen sind? Kann man was dagegen tun? Es kann zum Beispiel sein, durch eine erhöhte Belastung oder Druck im Bauchraum. Dadurch wird es geschwächt. Druck im Bauchraum kann etwa durch, und jetzt sehen Sie schon die Ursachen, Übergewicht,
Schwangerschaft, deswegen haben Schwangere öfter Sodbrennen, Heben von schweren Gegenständen, regelmäßiges Heben von schweren Gegenständen entstehen. Es wird also Platz im Bauch weggenommen und dadurch sozusagen ein Druck ausgeübt. Doch sie müssen nicht übergewichtig sein, um den Druck im Bauch zu erhöhen. Auch schon eine sehr große fettige Mahlzeit kann dazu führen. Das ist der Grund, warum fettige Mahlzeiten Sodbrennen verursachen können. Doch es gibt noch andere Ursachen, gegen die wir weniger tun können, nämlich Pech, logisch, da kann man gar nichts dagegen tun, und Altern. Und durch den natürlich nicht beeinflussbaren, altersbedingten Verschleiß kann der Muskel geschwächt werden, wie so viele Muskeln in unserem Körper. Logisch. Und das also auch unabhängig von der Lebensweise. Die Gewebestruktur und Muskelkraft im Körper können im Laufe der Zeit abnehmen, was die Funktion des Schließmuskels beeinträchtigen kann. Generell mal so als Anekdote, knapp 1% unserer Muskelmasse verlieren wir pro Jahr ab dem 30. Lebensjahr. Es gibt aber auch genetische Ursachen. Eine davon ist eine anatomische Anomalie, bei der ein Teil des Magens durch das Zwerchfell quasi in den Brustraum gelangt. Und durch einen Zwerchfellbruch wird der normale Mechanismus, der den Mageninhalt am Zurückfließen hindert, gestört. Und das kann das Risiko eines Refluxes auch erhöhen. Also quasi eine Anomalie, eine anatomische Unnormalheit, die kann angeboren sein, kann aber auch entstehen auf einmal. Einige Männchen können mit einer natürlichen Schwäche im Zwerchfell oder einer erweiterten Öffnung geboren werden. Stichwort auch Hernie. Und schließlich kann eine solche Anomalie, also Nicht-Normalheit sozusagen, auch entstehen, wenn chronisch Druck auf den Bauchraum ausgewirkt wird. Und hier wieder Stichwort zum Beispiel Übergewicht. Einfluss eines gesunden Lebens. Und da sind wir auch schon bei dem Thema. Für fast jede Ursache kann Übergewicht ja ein Risikofaktor sein. Aber auch Rauchen und der daraus folgende permanente Raucherhusten kann die Refluxkrankheit begünstigen. Ein Zusammenhang, der irgendwie noch gar nicht groß oft bewusst ist, wenn man über Rauchen spricht. Häufiges Husten erhöht den Druck auf den Bauch. Doch auch der Zigarettenqualm an sich kann genauso wie fettiges Essen die Produktion der Magensäure steigern. Und daher kann ihre Lebensweise viel dazu beitragen, ob sich aus einem Sodbrennen, sehen Sie Sodbrennen wie einen Warnschuss, ob sich aus diesem Sodbrennen eine Refluxkrankheit entwickelt. Ernähren Sie sich gesund, verzichten Sie auf das Rauchen, bewegen Sie sich regelmäßig. Diese drei Sachen können das Risiko deutlich verringern, dass sich GERD entwickelt. Einige Lebensmittel und auch Getränke können Sodbrennen verursachen oder verschlimmern. Wenn Sie also wissen, dass Sie zu Sodbrennen neigen, das immer öfter bekommen, sich dann auch falsch ernähren, diese Risikofaktoren haben, kann sich daraus quasi GERD, eine Refluxkrankheit, entwickeln. Alkohol, viel Frittiertes, viel Fettiges. Alkohol ist bekannt, auch den Schließmuskel am Ende der Speiseröhre ja zu entspannen. Und dadurch schließt dieser nicht richtig und die Magensäure kann leichter nach oben fließen. Alkohol entspannt also quasi nicht nur im Kopf. Vor allem in Kombination mit fettigem Essen steigert das hier das Risiko enorm. Aber auch eigentlich gesunde Lebensmittel, und das ist wichtig, wie Zitrusfrüchte oder auch Tomaten, können die Produktion der Magensäure anregen. Ich glaube, Sie wissen viel besser, welche Lebensmittel das bei Ihnen macht. Normalerweise ist das unbedenklich. Es kann jedoch in Kombination mit anderen Ursachen dann immer häufiger kommen und dann, wie gesagt, eine Refluxkrankheit entstehen, mit dann der Problematik Barrett-Esophagus und im Extremfall sogar Speiseröhrekrebs. Und das ist ein wirklich sehr, sehr gefährlicher Krebs. Symptome einer Refluxkrankheit. Es ist wichtig zu verstehen, dass GERD in verschiedenen Stadien und Schweregraden auftreten kann. Nochmal, GERD ist keine Person, sondern die Refluxkrankheit. Nur möglicherweise haben Sie nur gelegentlich milde Symptome. Oder Sie leiden bereits chronisch an Ihren Symptomen. Ich gehe einmal genauer auf diese jetzt ein. Besonders häufig sind von den Symptomen Sodbrennen, saures Aufstoß bis hin zum Erbrechen, haben manche wirklich auch Schluckbeschwerden, Husten, Heiserkeit. Sodbrennen kann sich bei jedem unterschiedlich bemerkbar machen. Unterschiedliche Stärke, schmeckt vielleicht auch bei jedem ein bisschen anders. Manche Menschen beschreiben es als ein brennendes Gefühl so hinter dem Brustbein. Bei anderen ist hingegen der Hals betroffen und es entsteht ein starkes Druckgefühl eher. Schreiben Sie mal gerne in die Kommentare, wie es bei Ihnen so ist. Müssen Sie nach dem Essen aufstoßen? Ist das normal. Aber fühlt sich das unangenehm, sauer an? Ist wohl Magensäure zurückgeflossen? Und das soll, wie gesagt, nicht sein. Das kann vor allem dann gehäuft auftreten, wenn Sie sich nach dem Essen bequem hinlegen möchten. Und hier sind wir schon mal in der Position, wenn Sie so flach liegen. Denn im Liegen ist es für die Magensäure logischerweise einfacher, zurück in die Speiseröhre zu fließen. Sie muss ja nicht hier so hoch fließen, sondern wir liegen ja.
Und das kann sogar so schlimm werden, dass es ihnen den Schlaf raubt nachts. Dabei gibt es unterschiedliche Schweregrade. Hält es kurz an und es ist eher schwach, ist es zwar lästig, aber je länger so etwas anhält, desto unerträglicher wird das Gefühl, logisch. Zudem kann es auch sein, dass sie so stark aufstoßen müssen, dass sie einen Brechreiz entwickeln und sich im schlimmsten Fall natürlich auch noch übergeben. Hängt natürlich auch mal von der Person ab, logisch, aber all das kann passieren. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wieder andere betroffen einer Refluxkrankheit, die leiden sogar unter starken Schluckbeschwerden. Hatten Sie schon mal das Gefühl, dass das Essen so in Ihrem Hals stecken geblieben ist? Kann natürlich immer mal passieren, gerade wenn man zu große Stücke macht, logisch. Oder dass Sie auch es nicht wirklich herunterschlucken können? Das kann auch, nicht nur, dass es zu große Stücke sind, das kann aber auch die hochsteigende Magensäure verursachen. Doch bitte keine Panik, auch wenn Sie dabei das Gefühl haben, natürlich zu ersticken, vor allem tut das oftmals ja auch weh, sollten Sie Ruhe bewahren, denn normalerweise sind die Atemwege nicht betroffen. Sie können logischerweise trotzdem weiteratmen, wird kein Notfall gleich. Entweder Sie warten, bis das Essen endlich weitergewandert ist, oder Sie versuchen langsam kleine Schlucke Wasser zu sich zu nehmen. Hat aber jeder schon mal erlebt, wenn man zu große Stücke isst. Wie gesagt, das kann aber auch sein, nicht von den zu großen Stücken, sondern von der Magensäure, die dagegen quasi drückt. Die Refluxkrankheit kann bereits in frühen Stadien, das ist wichtig, bedrohlich wirken, auch wenn sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sein muss. Aber das Gefühl an sich kann ja so schlimm schon sein, dass Sie schon jetzt etwas dagegen tun möchten. Und das ist gut, denn man sollte was dagegen tun. Diagnose, so kann der Arzt Ihren Verdacht bestätigen. Sind Sie sich sicher, dass Sie eine Refluxkrankheit haben? Dann ab zum Arzt. Er kann Ihnen mit mehreren Wegen helfen, diese auch wirklich zu diagnostizieren. Keine Diagnose durch die Hose, sondern zum Arzt gehen und gucken. Und damit von einem vereinfachten Sodbrennen zu unterscheiden, kann er in der Regel oder macht er erstens, er analysiert Ihre Symptome, Essverhalten, Lebensweise und zwar genau auf die Aspekte, die ich gerade jetzt im Video auch schon genannt habe. Dann wird quasi da ein Schuh draus. Und ist er der Meinung, dass es sich wirklich um Reflux, um eine Refluxkrankheit handelt und nicht nur um einfaches Sodbrennen, dann kann er drei Untersuchungen durchführen. Erstens eine endoskopische Untersuchung, ein Test Ihres pH-Wertes und drittens die Messung Ihrer Druckwerte in der Speiseröhre. Mal so vereinfacht. Ich habe Ihnen hier einmal die drei Arten zusammengefasst, wenn es Sie genau interessiert, was bei diesen Untersuchungen so auf Sie zukommen kann. Oftmals geht man dann auch zum Spezialisten, zum Facharzt, das macht dann der Hausarzt nicht. Seien Sie unbesorgt. Alle drei Untersuchungen sind keine operativen Eingriffe. Sie können etwas unangenehm sein, sie sind es aber wert und dauern nur einige Minuten bis so, sagen wir mal, ein ganzer Tag, der da drauf geht. Also kein Vergleich zu den Symptomen, die Sie derzeit haben. Die Ergebnisse dieser Tests, die liefern wichtige Informationen über die Funktion Ihrer Speiseröhre. Sie können dazu beitragen, die Diagnose von Refluxkrankheit zu bestätigen und das Wichtigste auch, den Schweregrad der Erkrankung zu bestimmen. Denn das ist natürlich wichtig. Man will ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Behandlungsmöglichkeiten. Denn nach dem Schweregrad der Erkrankung richtet sich auch die Behandlungsmöglichkeit. Wie ich gesagt habe, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und keine Diagnose durch die Hose, also nicht pauschal irgendwas nehmen und machen, obwohl man gar nicht die richtige Erkrankung diagnostiziert hat. Am Anfang kann es ausreichen, wenn Sie Ihren Lebensstil verändern. Das können Sie jetzt selber direkt machen. Also auf eine gesunde Ernährung achten, Alkohol- und Nikotinkonsum verringern bzw. komplett darauf verzichten, sich regelmäßig bewegen. Das anfangen, wenn Sie merken, dass Sie regelmäßig Sodbrennen haben. Sie brauchen etwas Hilfe bei der Ernährung, was Sie essen sollen? Dann habe ich in diesem Video für Sie die Top 5 Lebensmittel. Vermeiden Sie zudem auch große Mahlzeiten vor dem Schlafengehen, damit es die Magensäure im Liegen nicht einfacher hat, gegen die Schwerkraft anzutreten und natürlich, wenn Sie liegen, dann aufrecht. So sagt man schön Kissen drunter. Und diese Änderungen können schon dazu beitragen, den Säurereflux zu reduzieren und die Symptome zu kontrollieren. Ist die Refluxkrankheit bereits weiter fortgeschritten, können Medikamente helfen und dazu gehören zum Beispiel Antazida, Protonenpumpenhemmer, H2-Blocker, dass Sie das mal gehört haben. Und für mich ist es immer auch ein Warnsignal, wenn Patienten diese Medikamente nehmen, dann weiß ich, oh ja, hier liegt eine Refluxkrankheit vor. Bei schwerer oder ganz schwerer Refluxkrankheit, wenn das alles nicht hilft, Lebensweise nicht, wie man zum Beispiel schläft, auch die Medikamente nicht, dann kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, wenn man auch weiß, dass das die Ursache ist, logisch. Daher achten Sie also zunächst auf Ihre Lebensweise, damit es das gar nicht so weit kommt. Manchmal hat man aber auch einfach Pech.
Die häufigste Operationsform erfolgt allerdings, das ist gut, minimalinvasiv. Das heißt, das bedeutet, dass nur kleine Schnitte gemacht werden und ein Endoskop quasi verwendet werden kann. Also man muss hier nicht so offen aufschneiden und alles aufmachen. Und danach können Sie Schritt für Schritt wieder normal essen. Da gewöhnt man sich langsam dran. Das geht stufenweise. Das heißt, dass Sie am Anfang häufig weiche bzw. flüssige Nahrung nach der OP aufnehmen, damit der Heilungsprozess natürlich unterstützt wird. Das kann sogar einige Wochen dauern. Doch hat sich der Körper erholt, können Sie dann irgendwann wieder relativ normal essen. Natürlich sollten Sie mal darauf achten, nicht sehr fettig zu essen etc. Auf Ihr Bauchgewicht trotzdem achten oder auf Ihr Gewicht achten, gerade aufs Bauchfett achten. Dazu Nahrungsmittel vermeiden, die zu Beschwerden führen können, logisch. In einigen Fällen kann der Arzt Ihnen auch spezifische Empfehlungen für Ihre Ernährung geben. Chirurgische Eingriffe werden jedoch in der Regel erst in Betracht gezogen, das ist ja das Gute, wenn die anderen Maßnahmen keine ausreichende Linderung bieten. Also jetzt nicht sofort denken, boah, ich habe immer Sodbrennen, jetzt muss ich gleich operiert werden. Das ist quasi Ultima Ratio, also letzte Möglichkeit. Sprechen Sie die Behandlung mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin ab, um für sich selbst die beste Option zu finden. Tipps zur Linderung der Symptome. Nochmal, was können Sie selbst tun? Vergessen Sie nicht, bereits kleine Dinge können im Alltag schon helfen, Ihre Symptome zu lindern. Man muss immer nur frühzeitig damit anfangen, nicht wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. So kann die richtige Schlafposition bereits viel ausmachen. Schlafen Sie zum Beispiel mit erhöhtem Oberkörper, wirklich wichtig, indem Sie ein zusätzliches Kissen zum Beispiel unter den Oberkörper legen. Machen Sie das, damit Sodbrennen nicht immer hochkommt, damit keine Refluxkrankheit entsteht. Das kann helfen, halt den Reflux zu vermeiden, beziehungsweise ja, dass Magensäure in die Speiseröhre fließt, zu reduzieren. Achten Sie vor allem darauf, was Sie vor dem Schlafengehen essen, beziehungsweise essen Sie so als Regel 2 bis 3 Stunden vorher nichts mehr, wird ja generell empfohlen. Typische Auslöser sind neben fettigem Essen auch scharfe Gewürze, Zitrusfrüchte, Kaffee, viel Kaffee, Schokolade. Wenn Sie also Ihre Trigger kennen, dann können Sie diese vermeiden. Das ist wichtig. Sodbrennen hat jeder mal von uns. Ist vielleicht unangenehm, aber kann immer mal vorkommen. Wenn das aber regelmäßig ist, krankhaft ist, dann kann die Refluxkrankheit GERD sich daraus entwickeln. Und das ist, wie gesagt, ein Risikofaktor für Speiseröhrenkrebs, was ein sehr aggressiver, gefährlicher Krebs ist. Ich habe jetzt am Ende noch 2 schnelle Tipps für Sie. Und diese klingen fast schon einfach. Erstens, essen Sie kleinere Mahlzeiten. Verringert das Risiko von Sodbrennen und kauen Sie Ihr Essen gut. Das zweitens mag banal klingen, aber es hilft Ihrem Magen. Denn schon dadurch kann der Druck im Magen, und da sind wir wieder am Anfang des Videos, Druck im Magen verringert werden. Und nicht umsonst, sagt auch meine Oma schon immer, 32 Mal kauen. Natürlich schwanken die Empfehlungen dafür aus medizinischer Sicht, ob Sie 25 Mal, 30, 35 Mal kauen, aber in der Regel kauen wir viel zu wenig. Auch ich esse oftmals sehr, sehr schnell, gerade so im Alltag, im Arbeitsalltag, da isst man ganz schnell und geht wieder sofort weiter der Arbeit nach. Versuchen Sie einfach mal ein bisschen mehr zu kauen, wenn Sie damit Probleme haben. Probieren Sie es mal einfach aus, schreiben Sie jetzt gerne Ihre Tipps unter das Video, lassen Sie uns darüber einmal kommentieren und diskutieren und ansonsten genießen Sie Ihr Essen. Denn das ist das A und O. Wir leben im Jetzt und Hier. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.